Red Barrels. So, und damit hallihallo, Hallöchen. Zu Let's Play Outlast. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Respekt vor dem Spiel. Ich arbeite übrigens mit einer Aufnahmesoftware. Ich hoffe, es läuft alles so wie geplant. Jetzt gucken, ob alles in Ordnung ist. Oh, ja, ich denke. Dann ein neues Spiel. Ich habe nämlich davor mal angetestet, ob alles läuft. Und es läuft alles. Ich würde mich die Folgen auf 20 Minuten limitieren. In der Hoffnung, dass ich dran denke. Und den Timer im Auge behalte. Gut, jetzt aber erstmal vorlesen hier. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Nett. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst und andere Journalisten in einen großen ich bin zu behindert zum Vorlesen. Einfach Pause drücken und lesen. Wenn man den Bedarf daran hat. Grisseliger Ladebildschirm mit Ladeschnecke. Ist das der Mittag? Salazar said changing weather patterns were to blame for livestock behavior. Encourage ranchers and breeders to attend this weekend seminar on Beulah Avenue in Pueblo. And if you're out late tonight, you may see some low-flying helicopters near Silverthorne and Leadville. Seems the Arapaho Park Services will be spraying for an infestation of box elephants. September 2013 von 102 nette E-Mail übrigens @mutemail.com an milesupshore@gmail.com betreff TTT ja, TTIP wollte ich gerade sagen illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatrie Systems Sie kennen mich nicht, ich muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktorenphasen, etwas von Traumtherapie, die so tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was sie auf dem Berg gewartet hätte. Hä? Was auf sie im Berg gewartet hätte? Hat? Hä? Was denn für ein Berg? Ist doch alles eigentlich relativ eben hier gewesen. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Ein Berg. Was denn für naja, die berüchtigte Nachtsichtkamera. Ganz schön interessant. Fällt mir gerade auf. Alles so Animationen hab ich gemacht. Ich mach grad noch nichts. Ah ja, ne, ich hab schon. Der tolle Presseaufweis. Gott, voll erschrocken. Ja, das war ja los. Ich wollte gerne Musik beim Autofahren. Das ist schon tierisch. Ah, der Berg vielleicht. Na, jetzt darf ich. Natürlich selbstschließende Tore. Das ist ganz schön lang. Oh, man kann sich neigen. Oh, cool. Das ist ganz schön langweilig gewesen sein auf dem Weg, dass der Radio anhatte. Nette Spritschleuder. Dann, ne? Sieht von dem aus, ist vielleicht noch ein bisschen hoch, ich finde. So. Also ich werde mir übrigens alles angucken, rumlaufen, alles angucken, alles beobachten, versuchen alles zu entdecken, sobald es mir dieses Haus zur Verfügung stellt und ich nicht gerade vor einem Psychopathen wegrennen muss. Oder so ist die Richtung. Ich habe schon mal angespielt. Daher weiß ich nicht, was mich erwartet. Ach, das ist Gewitter. Ich wollte mir eigentlich das angucken, wie es da steht.
Passwort. Haben wir wahrscheinlich nicht. Und da steht da Kaffee? Kaffee. Aufschreiben, was drin ist, das ist so meine Intelligenz. Leer Apfeleimer. Aber der Rechner läuft noch. Ohne welche Strom. Muss neue Technologie sein. Die was für ein DVD-Player zwingt mich, ne? Ach, coole Bilder hat der hier. Schon von Tochter vielleicht, Tochter, Schwester, was weiß ich. Was steht da? Class, Classy, Effi, Siefer, was auch immer. Warum klebt denn die ganzen Notizen da verkehrt um dran? Oder, hier, pinnt sie da verkehrt um dran? Das steht auf dem Kopf. Das sieht fast aus, als würde es auf dem Kopf stehen. Das steht auf jeden Fall auf dem Kopf. Kann die Notizen nicht gerade da drin kleben? Naja, so schwer ist es jetzt auch wieder nicht. Eine Notiz gerade irgendwo dran zu machen. Auto. Ganz schön viel Krissel hier. Soll das so sein? Habe ich irgendwas falsch eingestellt in den Grafiken? Ich denke mal, das soll so sein. Also, da ist nichts. Na, warte mal, aber da kommt noch irgendwas mit J. Ah, Dokumente. Was ist das? Das war N. N war Notizen. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege dich vorwärts. So, na, okay, was hast du bitte? So, wenn ich mich langsam öffnen. Okay. Ich wette, dass ich mal nicht eben gerade durch die Tür kann. Cool Effekt. Aber das umgeklickte Ding leuchtet, aber das hier nicht. Laden. Halte Umschalt gedrückt, um zu rennen. Oh Gott, werde ich das brauchen? Scheiße. Also jetzt mal nicht. Das sind unsere Autos. Macht die Kamera das Geräusch? Mount Massive Asylum. Kann ich schon was erkennen? Sieht nicht so aus. Kann ich klingeln? Steht keine Namen dran. Nicht zu sein, nicht? Hm, dachte ich mal. Ich will das nicht. Na gut, bisschen blau. Die haben ordentlich gebremst. Und haben nur Hinterbremsen. Auch zu. Okay, auf der anderen Seite. Als wurde er wieder mit einem Internet und den Porn runter. Halt Steuerung gedrückt, um nach oben zu gehen. Ja, das wissen wir schon. Ups. Das ist ein offenes Fenster. Schon ein großes Gebäude hier. Und ist hier offen? Camcorder eingesetzt, kennst du Mossa? Ein bisschen da oben rein. Da kann ich da rein? Klatsch, 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 klatsch. Ich kann mir den Bart nehmen, weil ich stinke. Warte, 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 Kapitän. Ich merke übrigens, dass ich mein Bestes tun werde, die Horroratmosphäre nicht aufrecht zu erhalten. Das ist hier witzig durchzuspielen. Oder auch nicht. Je nachdem. Was die Situation gerade ist. Kaputtes Glas und mehr Etiketten. Denn ich höre meine eigene Stimme nicht und das ist extremst problematisch. Okay.
das Anschlusslöcher. Zieh mir irgendwie noch Anschluss. Vor dir. Haben die Typen in den schicken Autos hier drum geballert? Ein Fernseher. Oh Gott, das bitte. Ich glaube, da bestimmt sowas mit, dass wenn man da in die Nähe geht, dass so ein Fernseher krisselt. Wer ist das? Kein Name dran. Werden wir vielleicht noch erfahren. Ah, ich wusste es. Wie spät ist es? Knapp 10. Noch 9? 9. Ach 9, ja. Ah, 215. Hier ist irgendein Grasleck. Was ist da? Classified by Project A. AC? Nee. Irgendwas anderes. Passwort. Ah, Batterien. Die Batterien sollen wohl. Ah, da ist noch ein DVD-Player. Batterien sollen wohl sehr rar gesät sein. Gut. Weil hier haben wir Schritte. Kann ich auflegen? Murkoff Psychiatric. Ah, das könnte vielleicht Murkoff gesehen sein auf dem Bild. Murkoff Psychiatric Systems. Project Warrider. Mount Massive CO. Wallnummer. Fallnummer 104. Entschuldigung. 174. Patient Initialen WPH Billy. WPH? Was könnte denn WPH heißen? WPH. Mann, deutlich sprechen, du Idiot. Datum 14.10.2013. Erste Patientenbefragung, 12.04.2009. Ich fange an, Sachen vorzulesen, die es gar nicht gibt. Muss am Spiel liegen, dass mich das hier schon kürre macht. Alter des Patienten, 13. Geschlecht, männlich. Männlich. Behandelnder Arzt, Dr. Karl Husten, BD, DBNR. Das ist blöd zum Vorlesen, das ist ja nicht zu fassen. So, Patient behauptet in selbstgesteuerte luzide Traumphasen vor. Ja. Bevor ich mich hier noch weiter zum Affen mache, indem ich es verkacke, den Mist hier vorzulesen, einfach mal selber durchlesen. Bitte konnte Arbeiter der Stadt. Ist der Klage seiner Mutter gegen Murkoff. Dies deutete auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Bitte, bla 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 bla. Personen über Unterlager, bla bla bla, des gesamten Pflege- und Sicherheitspersonals muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems, Project Warrider, Mount Massive, Cooperative, Cooperative, ich kenne mich mit dieser Firmenbenennung nicht aus. Ich muss ganz unbedingt hier alles umstellen. Es ist nicht zu ertragen, dass ich mich selbst nicht spreche. Boah, sah ja schauerig aus. Oh. Okay. Huch, wird denn da sein Enddarm liegen lassen? Please, avoid contamination. Wash your hands. Ne, immer schön nach dem Kacken Hände waschen. Kann ich aufmachen? Ne, kann ich nicht. Steht da, hat er seine Pepsi vergessen. Sein Cola Trinket. Oder sein Cola, ich glaube, das ist kein spezielles. Ne? Wow, solch eine Vielfalt an 75. Ganz gute Frage. Hat der auch nochmal seinen Enddarm vergessen? Ach cool, wir hinterlassen. Entschuldigung. Cool, wir hinterlassen Fußspuren. Ah, stimmt. Das ist tatsächlich schon. Also, ich hab's mal angespielt. Für etwas längere Zeit. Ich glaube, 1-2 Stunden waren das. Aber an das meiste erinnere ich mich kaum noch. Ja, das meiste erinnere ich mich nicht mehr. Weil ich erinnere mich auch noch was. Der Soundtrop sieht irgendwie komisch aus aus dem Weg. Irgendwie oben sieht es verpixelt aus und wenn es runterfällt, wird es immer detaillierter und dann ist es weg. So, hepp. Jetzt ist ein da. Sieht ein bisschen pixelig, das Router. Ich hoffe, jetzt keine Stimme.
was bewegt. Ich denke gerade darüber nach, was in dem Brief gerade schon durch. Ziele, Traumphasen. Tatsächlich was, was man machen könnte? Ist da was bewegt? Gott, das ist schon überall Gespenster. Luizide Traumphasen. Ich muss aber irgendwo hier. Library. Hier, ich glaube immer, dass das Einschusslöcher sind. Hier hat doch irgendwer rumgeballert. Linke Maus. Ah! Ja. Das war überraschend. Mein Puls ist auf jeden Fall schon mal hochgemacht. Aber für einen Respekt an das Spiel. Okay, so spätestens jetzt wäre ich als. Oh Mann, wer heißt das denn? Hier als Menschen, die für Zeitungen und sowas arbeiten. Journalist? Top-Journalist. Spätestens jetzt wäre ich umgedreht und ausgerannt. So. They killed us! You caught out! The Variants! You can't fight them! You have to hide! You can unlock the main doors from security control! You have to get the fuck out of this terrible place! Jetzt wäre auch ein guter Moment, um rauszurennen. Hey, tausend Freunde. Der hat einen sehr eigenartigen Bart. Schwach, wie cool, einfach die Augen entgegenschimmern. Ah, das ist schon toll. Ja, einmal und Feuerlöschung. Das Schnapp ist recht leer. Die Folge ist doch schon recht zu Ende. Ich muss doch gleich mal abmoderieren. Nein! Oh, ich hoffe, der bleibt dort. Erstmal. Bitte bleib da dran! Ich würde jetzt gerne irgendwo hingehen. Little Fig! Oh. Gar nicht mehr in Erinnerung. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Aber jetzt was erstmal mit der ersten Folge von Outlast. Proclaim the God Gospel. Gospel wahrscheinlich. Okay, dann war es das erstmal und bis zur nächsten Folge. Ciao!